The Calcar facility was a state-of-the-art fast breeder reactor, which cost $4 billion to build. As the German environmental lobby became stronger and stronger, Calcar was never allowed to come into operation and was finally sold for $3 million. Inside it was enough wiring to circle the Earth twice, enough concrete to build a 200-kilometer motorway. It had become the most sophisticated piece of rubbish that existed on the planet. Der Minister Riesenhuber verkündete das aus. Und dann kam natürlich die Frage auf, was passiert mit dem fertigen Atomkraftwerk Schwellenbrüter Kalkar. Das ging alles relativ schnell. Große Teile sind nach Russland gegangen, weil die Russen waren hier und haben sich das angeguckt und haben gesagt, die können es nicht verstehen, dass ein Kraftwerk, was so gebaut ist wie hier, nicht in Betrieb geht. Wir sollten doch mal mit in die Ukraine fahren. Tschernobyl ist ja eigentlich das Spiel gewesen, was uns den Nacken gebrochen hat. Als Tschernobyl explodierte, da war eigentlich klar, dass wir in der Versuchsphase waren und hier das auskam. Das muss man ganz klar sagen. Tschernobyl hat uns den Nacken gebrochen. And if Chernobyl catalyzed Germans to question nuclear policy, the Japanese disaster at Fukushima was the straw that broke the camel's back. It was only 2 months later that Germany decided to abandon nuclear power for good and announced the closure of 17 power stations, employing 370,000. The power industry threatened there would be blackouts, but the German people were firm. Over the years of dithering that preceded the decision, the priceless new Calcar reactor here had been kept idling at vast cost. 9 Milliarden D-Mark. Hat das Spiel gekostet, ja. Mit also Verlängerung und Nachrüstung und 3 Jahre Wartefrist und alles, was dabei gehört, inklusive Stromkosten, 9 Milliarden D-Mark. So, hier zum Beispiel sieht man die Nachrüstung der Kabeltrassen. Ist also eine Nachrüstung gekommen für Brandschutz. Jedes Kabel ist 3-mal mit Brandschutzfarbe gestrichen. Das heißt also, 100 Anstreicher oder Maler ein Jahr. Man hat mal so eine Rechnung gemacht, dass ungefähr 5000 Leute über 25 Jahre Arbeit haben. Ich rede noch gar nicht von dem Bäcker und von dem Fritzen, der die Wäsche gewaschen hat und der die Seife oder das Klopapier geliefert hat und so weiter hier aus der Region. Die haben alle davon gelebt. Today, the Calcar nuclear plant is being put to a slightly different use. It's a surreal and somewhat tragic monument to a vision of a glorious atomic future that has reached a futile end. The people have triumphed over the scientists. Democracy has seen off the powerful nuclear industry. But can Germany's vast energy needs really do without the easy fix of nuclear power? What will happen when oil and gas also stop flowing, as they surely will one day?